Muss jeder Prüfingenieur? Ja, damit wird gebremst und die Systemdaten werden dann abgecheckt. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was du von unten sagst. Oh. Schon vermutet, dass der mehr gelaufen ist und wir haben hier stehen. Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um unseren Taxi. Heute fahren wir damit zum TÜV. Ich habe alles abgeklärt, wir dürfen filmen. Viele da draußen wissen vielleicht nicht, wie so ein TÜV so abläuft. Alle 2 Jahre wird TÜV gemacht. Wir haben das natürlich für die Rallye fertig gemacht, aber ich muss sagen, ich habe einen Ticken übertrieben. Ich habe alles erneuert, was so geht. Und ich muss sagen, der lässt sich jetzt so geil fahren, also ehrlich. Und ich bin mal gespannt, ob wir jetzt TÜV bekommen oder nicht. Also fahren wir jetzt nach Lünen zu Jumabe und mal schauen, was er zu unseren Schätzchen sagt, ob ich alles gut gemacht habe. Ich kann auch was übersehen, ist klar, aber dafür gibt es ja auch den TÜV. Drückt mir die Daumen, Leute. Das Auto ist nicht wieder zu erkennen. Also der macht hier überhaupt keine Geräusche mehr. Achtet mal echt auf eure Reifen, auch wenn die Profile gut sind. Die können hart sein, die können Sägezähne haben. Es ist schon Wahnsinn, was für Geräusche Reifen machen können. Hat man bei diesem Taxi jetzt gemerkt. Kennt ihr den noch? Sibob, mein Neffe, der arbeitet bei Jumabe. Sibob, keine Angst, Jumabe sieht das Video sowieso nicht. Ja. Wie ist Jumabe drauf? Ich glaube, heute ist er hoffentlich gut drauf. Nein, was ist das, ein guter Chef? Ja, das ist ein super Chef, definitiv. Ey, das sieht keiner, ich schneide das raus. Also, nein, das ist kannst du ruhig sagen. Nein, natürlich, Jumabe ist super. Großartig. Ja, ey, sag mal, was machst du hier? Was ist so deine Aufgaben hier? Also, ich bin auf jeden Fall der Hilfsprüfer. Ich mache die Abgasuntersuchungen. Ja, ich bin auch quasi auch der Hausmeister hier nebenbei. Ja. Ich halte das alles schön immer fit. Ja, so die Vorarbeiten von einem PI, das mache ich. Ja, das ist geil. Also, aber ich muss auch sagen, die Halle ist geil, ne? Ja, die ist auf jeden Fall echt sehr, sehr schön. So, wo sind wir? Wir sind in Lünen, im Borkerstraße 51. Hier steht's nochmal. Es ist Wahnsinn, wie die das hier gemacht haben. Das ist alles neu aufgebaut. Jumabe, es ist Wahnsinn, was er hier gemacht hat, erreicht hat. Das ist einfach nur Respekt. Jumabe! Grüß dich. Was machst du denn hier? Ja, ich bin mit meinem Auto hier. Ich weiß ja Bescheid. Wir wollten uns ja den durchgucken, ne? Ja. Ob er das schafft mit den Kilometerleistungen? Wir werden mal sehen. Ich habe alles gegeben. Wir gucken jetzt. Was ist das für ein Boden? Das ist so ein bisschen dickeres PVC. Du hast jetzt zwei Bremszustände. Wir haben einmal den Rollzustand und einmal den Plattenzustand. Ja. Und das hier ist Stoßdämpfertest oder was ist das? Stoßdämpfertest, ja. Geil. Das haben wir für tiefer gelegte Autos. Du kennst dich ja aus. Ja, aber das reicht ja auch für tiefer gelegte Autos. Ja, aber sicher ist sicher, ne? Ja. Zwei Bühnen. Die Bühne ist Wahnsinn. Die zeige ich euch gleich auch, was die alles macht. Lichter einstellen haben wir natürlich hier Werkzeugkiste. Wahnsinn. So, tu ich mal hier rein wieder. Hallo, noch ein TÜV-Prüfer. Hi, Linus, grüß dich. Ah, danke schön. Ich hoffe nur Positives. Ja, definitiv. Also wenn du was von ihm gehört hast, dann nur Negatives, ne? Das ist schon Wahnsinn, wie groß und wie schön die Halle ist, auch wie hell. Wenn ihr so eine Werkstatt haben würdet, wäre das ein Traum, ehrlich. Sehr, sehr schön. Grüß Lino. Wann ist das für Mittagstadt? Nee. Aber das werden wir ja bei unserem Auto komplett verfolgen, wie das aussehen wird. Dann machen wir uns mal einen Kaffee und dann warten wir, bis wir drankommen. Dann bin ich mal gespannt, schaffen wir es oder nicht. Aber Jumabe hat heute gute Laune, das ist schon mal gut. Was war das mal, ein Taxi? Das war ein ehemaliger Taxi, Jumabe. Okay. Wow. Wir haben alles gemacht, Reifen sind frisch draufgekommen. Also ich habe mal gehört gehabt, dass der viel gelaufen war, ne? Ja, also was machst du jetzt? Das für die Leute jetzt, weißt du, die Leute, die das jetzt nicht kennen. Das ist die Fahrzeugidentnummer. Ach so. Mercedes da unten und kannst du ja mal schauen. Genau, hier ist. Ah. Das ist der Name. Genau, und dann kontrollierst du, ob der... Du kontrollieren, wenn du einen Fahrzeugschein hast. Du einen Fahrzeugschein? Achso, ja, warte. Das ist die Fahrzeugidentnummer 17-stellig, die wir bei jedem Fahrzeug kontrollieren. Gucken, ob das Fahrzeug überhaupt ist, was wir kontrollieren. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ist er geklaut? Ja, das gucken wir gleich. Ist nicht geklaut, Jonas, ist gut. Wir nehmen den hoch. Oh, Bremsen, alles neu. Ja, warte ab, das ist nicht das Einzige. Reifen sind neu, Bremsen sind neu. Reifen sind neu, Bremsen sind neu. Guck dir den von unten einmal an. Da bin ich mal gespannt, was du sagst. Wenn ich erstmal reingehe, ne? Genau. Wie wir schon letztes Mal gesagt haben, einmal gucken mit den Gurten. Gurten und so guckst du, ja. Fahrer, Beifahrer, hinten gucken wir gleich, ob die gut sind. Mhm. Funktioniert alles. Das Erste, was ich gucke, ist Zündung an, Airbag ABS,
Motorkontrollleuchte, ob die alle da sind. Und? Alles da. Und ob die auch ausgehen, ne? Natürlich. Super, und bis jetzt? Bis jetzt gut. Alles da. Aber bis jetzt nur. Aber gebremst habe ich den auch noch nicht tatsächlich. Habe ich voll vercheckt. Oh. Die Handbremse wollte ich noch mal anschauen, ob die gerückt ist. Oh, das ist jetzt das Einzige, wo ich jetzt Angst habe. Mal gucken, ob die Handbremse in Ordnung ist. Licht habe ich auch geguckt. Jetzt gucken wir noch mal die Lichthöhe. Einer kommt, wir haben leichte Abweichung. Die Höhe meinst du? Ja. Stell dich ein. Dann stellst du das sofort ein hier? Ja. Also wenn die zu tief ist oder zu hoch ist, ist das ein erheblicher Mangel. Ja. Dieser Mangel muss ja behoben sein. Ich stelle die normalerweise ein. Die Bremsflüssigkeit okay ist. Du siehst ja, das ist okay. Das ist neu. Ja, hast du gemacht? Kühlflüssigkeit gucken wir. Den Motor komplett einmal durchgucken, ob irgendwas verbaut ist. Das LEDs kann es sein. Der kann ja auch sein, dass er ein Luftfilter hat, was nicht enorm ist. Genau. Das wird dann geguckt. Aber sieht bei dir ja gut aus. Nehme ich den jetzt hoch? Aber jetzt bin ich mal gespannt, was du von unten sagst. Oh. Ich sehe da schon alles, wie schon gerade. Also die Scheibenklötze hast du ja neu. Ja, das sind aber nicht die einzigen. Da sind ein, zwei Sachen gekommen. Yunus. Der Querlenker, Stoßdämpfer. Was hast du gemacht, Yunus? Ja, guck dir den Eimer von unten an gleich. Yunus, was hast du gemacht? Also, ich bin mal gespannt, ob du schon mal so ein Taxi gesehen hast. Die Reifen sind nagelneu. Die sind von, also das ist ja auch wichtig, wie alt die sind, ne? Genau. Die sind Ende des Jahres 23, also 6 Monate. Super. Wie alt dürfen die Reifen sein? Also der Gesetzgeber sagt nicht, wie alt sie sein dürfen. Er sagt nur, die dürfen nicht porös sein. Wenn ich merke, dass er porös ist, dann ist das auch ein erheblicher Mangel. Aber ja, es gibt ja Reifen, die sind dann 7-8 Jahre alt und sind nicht porös und sind immer noch gut. Wenn der auf diesen Kilometer noch eine E-Klasse gehört, oder? Gehört dir dem Galvalet. Er hat gerade gesagt, dass er ein Auto hat, der 600.000 E-Klasse, der hat keine mehr gesagt. Dann hat er Mainz nicht gesehen, würde ich sagen. Die Krankheiten bei diesem Auto, du weißt die ja, ne? Ja. Und die kontrollierst du schon auch. Aber ich will jetzt nur mal gucken, also was du sagst. Was mit Krankheiten zu tun hat, hast du ja, ist ja unheimlich, was du hier alles gewechselt hast. Alle Querlenker sind neu, Bremsschläuche sind neu. Oh, was hast du? Die Bremsleitungen, die sind ja ein bisschen problematisch bei denen. Ja, genau. Sogar die hast du neu. Die habe ich sogar auch neu, Marvin. Yunus. Du hast viel Zeit hier reingesteckt, sehe ich gerade. Also Luftbalken ist neu, Stoßdämpfer ist neu, alle Querlenker hinten sind neu. HD-Scheiben, die Krankheiten. Da bin ich jetzt dran, ja? Ja, die habe ich auch neu. Brauchst du nicht schauen. Unheimlich. Also Jumabe, es könnte nur sein, dass wir vielleicht ein bisschen Getriebeöl haben, aber das habe ich leider nicht weggewischt. Aber das ich glaube ist auch gut so, dass es, solange er jetzt nicht tropft, er ist ein bisschen ölfeucht, tropft nicht, ist das ein geringer Mangel. Ja. Dann guckst du jetzt nochmal an, Yunus. Der ist auf jeden Fall dicht, nur ich habe es nicht sauber gemacht. Dann ist ja alles okay. Aber solange es nicht tropft, ist das ein geringer Mangel und tropft ja auch nicht. Oh, und hier auch alles neu. Alles neu, Bremsschläuche, Bremssattel, Radlager. Vorne, hinten. Die Achse hast du aber nicht neu, ne? Ne, die Achse habe ich nicht neu. Die sieht aber auch sehr sauber aus. Die ist sehr sauber, ja. Ist auch eine Krankheit bei denen, die Achse vorne? Vorne nicht, hinten. Hinten. Bei der E-Klasse, C-Klasse, Baujahr 2006 bis 2012. Aber der hat die Aluminiumachse. Wenn genau. Der hat die Aluminiumachse, die Stahlachse, die rostet durch. Der hat aber die Aluminiumachse, die rosten hier komplett durch. Aber Jumabe, weißt du, was ich hier bei dir sehe? Ja. Du brauchst hier Licht, ey. Brauch ich. Da muss ich mal mit Nix abreden. Man sieht ja gar nichts hier. Apropos Licht, Jumabe, eine Frage, komm, das muss ich jetzt sagen. Ja. Kennst du noch diese Leuchte? Ja, die habe ich dir mal geschenkt gehabt. Wann hast du mir die geschenkt? Boah, ist schon längere Zeit. 2010 hat er mir die geschenkt, hat gesagt, Jungs, hier. 14 Jahre. 14 Jahre und ich habe gesagt, Jumabe, den werde ich immer behalten und immer benutzen. Hat er immer noch. Ja, habe ich immer noch. Und benutze ich immer noch. Guckt euch mal an, ne, was für... Wie neu. Wie neu ist es nicht? 14 Jahre habe ich das und da steht noch, guck mal. Da ist immer noch Küsszeichen. Ja, so gehe ich mit Geschenken um. Habe ich immer noch und funktioniert immer noch 1A. Damals war er auch nicht geizig, da hat er auch solche Sachen noch gekauft gehabt. Für dich immer gerne, Jungs. Ja. Sag. Also alles im Top-Zustand. Das, was kaputt gehen könnte, hast du alles gemacht. Also hast du schon mal so eine E-Klasse überhaupt gesehen? Also mit der Kilometerleistung, die du jetzt hier bei dem hast. Hast du die Kilometerleistung gesehen, was er hat? Ja. 650.000. Unheimlich. Das, was du da reingesteckt hast, so einen habe ich noch nie gesehen. Hast du noch nie gesehen? Ich bin seit 2008 dabei. Habt ihr gut gemacht. Danke. Jetzt haben wir alles fertig. Alles ist soweit in Ordnung. Jetzt muss ja noch gebremst werden. Da bin ich mal gespannt. So, Yunus, dann bremsen wir den noch mit
meinem Hauadapter und dann sind wir fast schon fertig. Wir bremsen ihn ab, lesen die Systemdaten nochmal aus und dann haben wir es auch fast geschafft. Einer denkt, ach, der ist schlau, macht die Airbag-Leuchte oder ABS-Leuchte ab. Was passiert? Er liest es aus und dann sieht er das im System und dann fällt er durch. So, dann ist so ein Adapter hier. Das ist der HO-Adapter. Muss jeder Prüfingenieur. Ja, damit wird gebremst und die Systemdaten werden dann abgecheckt. Juan, können wir das mitsehen, das auslesen? Ja, können wir, aber lass mich erstmal kurz bremsen. Ja. Mal schauen, wie die Bremswerte sind. Feststellbremse ist auch super. Das ist eins, was ich nicht kontrolliert habe. Ich habe das voll vercheckt. Oh. Bremswerte waren aber gut gemacht. Okay. Die neueren gehen in mehreren Steuergeräten rein und die älteren, die, guck mal, hier sind wir bei 12, 13 Steuergeräten ungefähr gewesen. Mhm. Bei den neueren ist das bei 50, 60. Ja. Oh, Minus. Was ist? Guck mal, wir haben hier die Zahl von eingegeben und das, was ich am HO-Adapter abgelesen habe, ist bei 970.043. Was? Du weißt das ja aber nicht, aber wir haben die ganze Zeit schon vermutet, dass der mehr gelaufen ist und wir haben hier stehen 970.000. Was für eine Million? Warte, seht ihr das? Sieht man das? Ja. Das heißt, Jumabe, wird der letzte Mal TÜV bei 970.000 gemacht oder ist das die Gesamtlaufleistung? August 22, 578.192, sagt er. 22. Aber HO-Adapter liest er mir irgendwas mit 970.043 ab. Wurde der schon davor schon? Ja. Wird es wahrscheinlich runtergedreht oder Tacho halt gewechselt. Kann auch sein. Ja. Wahnsinn. Wir haben es alle vermutet, aber jetzt haben wir schwarz auf weiß. Ist jetzt ein Durchfaller? Nein, das ist kein Durchfaller. Das ist kein Durchfaller. Also, kann ja auch sein, dass es beim letzten TÜV, der TÜV-Prüfer, sich vertan hat. Ich schreibe da als Hinweistext rein, also unplausibel die Kilometerleistung. Und dann ist das auch für mich okay. Ja. Aber das ist nur ein Hinweis, das steht dann im TÜV-Bericht drauf. Ja, ist nur ein Hinweis. Okay, das ist nur, wenn du den Wagen verkaufst, dass das auch draufsteht. Ja. Finde ich auch gut, dass man das macht. Also Jonas. Ja, sag jetzt dein Fazit. So weit habe ich geguckt. Ja. Top-Leistung, hast du gut gemacht. Dankeschön. Aber hast auch viel Zeit und viel Geld investiert. Sehr viel. Ja. Jetzt müssen wir das aber ändern, Joabe. Was machst du denn damit? Hast du schon mal so ein Auto gesehen, der fast eine Million gelaufen ist? In dem Zustand nicht. Nein, ne? Spaß, was machst du eigentlich damit? Ich fahre jetzt damit eine Rallye. Deswegen habe ich TÜV gebraucht. Viel Spaß. Dann, Dankeschön, Joabe. Ist das richtig ein Rennen dann mit erster, zweiter, dritter Platz? Ja, klar. Geil. Natürlich. So, Jumabe, wo findet man mich hier? Ich bin in Lünen auf der Borker Straße. Wenn ihr Fragen habt, kommt vorbei, kein Problem. Was macht ihr alles? Auch Gutachten macht ihr? Wir machen Gutachten, wir machen alles, was mit Autos zu tun hat, halt mit Hauptuntersuchung, Abgasuntersuchung. Und wenn ihr irgendwie Tieferlegungssätze habt mit ABS, kommt ihr auch mal vorbei, gucken wir uns an, versuchen zu helfen. 21 Abnahmen? Da haben wir nicht, aber da haben wir gute Kollegen, die das machen. Können wir Termin vereinbaren. Meine Stimme ist leider weg wegen der EM. Vorgestern haben wir gespielt und dann ist die Stimme weg. Ja. 970.000. Ich brauche jetzt nur meinen TÜV-Bericht. Alter Mann ist kein D-Zug, sagst du, ne? Immer. Ja, so ist es. Geil, Leute. Also warte mal, ohne erheblicher Mangel, ne? Kein Mangel. Keine Mangel. Wie geil. Jamal, soll ich dich schon mal rausfahren? Ja, willst du mir rausfahren? Hast du Service hier, ja? Hunde ist zwar nicht König, aber ist Gast bei uns, ja? Das stimmt. Marvin, du lebst sicher bei. Gehört, hier gibt es den leckersten Kaffee. Das ist für die Kundschaft, genau. Okay. Hier gehört alles dazu, inklusive. Ich bin jetzt seit letztes Jahr, so circa 2 Jahre jetzt Prüfer. Mhm. Bin hier angestellt. Also unter uns, wie ist denn Jumabe? Ich schneide das raus, keine Angst. Er hat seine Tage, sage ich mal. Nein, ansonsten nein. Super Mensch auf jeden Fall. 100% gebe ich ihm. Lohnerhöhung ist garantiert. Ich gebe ihm 6 Sterne. Jumabe ist für mich der beste TÜV-Prüfer, den ich je gesehen habe. Es gibt natürlich auch viele gute dort, aber Jumabe ist schon was ganz, ganz Besonderes. Für mich sowieso.
Ne? Seit ich 2010 selbstständig geworden bin, ist er immer an meiner Seite. Wie ist es so, als TÜV-Prüfer zu arbeiten? Ist das so stressig? Im Großen und Ganzen ist das was Schönes. Also ich habe ja den Job ausgesucht, weil es ist mir wichtig, den Menschen was geben zu können. Mhm. Das schätze ich sehr bei dem Job. Auch wenn es natürlich manchmal nicht klappt mit der heiß begehrten Plakette, sag ich mal, dann ist das halt so. Dann hole ich die Kunden mit rein, sag ich ihm, guck mal, das muss auf jeden Fall gewechselt werden, da habe ich kein Pardon. Also ich habe da so meine Grenze auf jeden Fall. Ist normal. Das ist sehr, sehr wichtig, weil man will den Menschen auch helfen, das ist das Schöne daran. Deswegen das ist ja klar. Mag ich den Job. Ja. Es ist auch stressig natürlich manchmal. Hast du so Kunden, komm, gib mal, richtig, ganz mach genau. mal. Das ist oder das Problem, die verstehen das nicht. Richtig, ja, richtig. Das kenne ich selber. Und da, das macht mir sehr viel Sorge, auch genau, ehrlich als Person. Aber wenn es nicht geht, dann geht es einfach nicht. Genau. So ist es. Da liebe ich Jumahabe, weil Jumahabe ist das so, also jetzt im schlimmsten Fall, wenn du Krebs hättest, er wird dir das so schön einreden, du wirst mit Lächeln nach Hause gehen. Ja. Das ist Jumahabe und das finde ich sehr, sehr geil bei dir. Ganz genau. Ja? Aber ich wünsche dir das. Genieß deinen Kaffee. Jo. Dankeschön. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was für TÜV-Erfahrungen habt ihr mal gesammelt. Hast du das mitgekriegt? Wir haben den gerade ausgelesen. Ich habe es so ein bisschen mitgekriegt. Also ich irgendwas mit 900, kann das sein? 970.000. 970.000? Ja. Aber ganz ehrlich, ich habe den jetzt so richtig mal live gesehen. Ja. Der sieht eigentlich nicht so... Wahnsinn, ne? Nee, ja wirklich. Also es ist hast du den jetzt gerade von unten mitgekriegt? Leider nicht. Und bist du zufrieden? Ich bin super zufrieden jetzt. Ey, der Leute, super. Ich habe überhaupt kein Bedenken, dass er jetzt die nächsten 970.000 hält. Guck mal, wenn ich den verkaufen sollte, der wird sich freuen. Der wird hier einsteigen und Minimum 4 Jahre durchfahren. Und der wird Minimum für die nächsten 6 Jahre nichts an TÜV machen. Da bin ich mir sicher. Das wäre schon es sei denn nur die Reifen. Was ich mich so wundere immer bei Taxen, wir hatten hier so Kunden gehabt, Kundenfahrzeuge. Da war irgendein Auto, das war so ein Seat Mii ähnliches Fahrzeug. Der hatte 21.007 Kilometer drauf. Mhm. Und da dachte ich im Voraus, ach, der kommt bestimmt durch. Also ne, ohne, dass wir jetzt noch angefangen hatten. So wenig Laufleistung, dürfte nichts sein. Da waren die Bremsen komplett runter. Da war Metall auf Metall. Ja, und dann kommen so Taxen mit 400 plus 1.000 Kilometer oder mehr schon. Wir hatten auch einmal, glaube ich, mit 700.000, glaube ich. Und die kommen dann durch. Da ist nichts, ich weiß gar nicht, wie die dann... Die müssen den Wagen echt am Pflegen. So. Musst du. Das ist krass. Weil du hast jedes Jahr TÜV, du hast Kundschaft. Genau, also stimmt, das ist der, da musst du halt den pflegen. Ja. Und das fand ich immer so krass. Also wenn man so Autos sieht, ne, die eigentlich so durchkommen sollen und dann halt so Taxen mit so viel Kilometer, und dann kommen die durch, aber die anderen nicht. Das finde ich schon. Ja, das habe ich auch schon tausendmal erlebt. Ne? Das ist Wahnsinn. Das ist schon krass. Wie lecker ist denn bitte schön euer Kaffee? Ich trinke mal hier Cappuccino. Habe ich auch genommen. Ja? Cappuccino. Kurze Frage, wo fährst du denn damit jetzt die Rallye? Jumabe, ganz einfach. Guckst du auf YouTube, Kfz-Fuzis bald und dann siehst du alles. Das kann ich immer live sehen? Kannst live nicht, also wir drehen das und dann... Und dann tust du... Gerne. Also wir fangen, ich sag dir, von Österreich an bis Italien. Oh, doch eine lange Strecke. Ja, lange Strecke. Und du fährst dann alleine? Eidosch ist dabei. Oh, Navigation ist auch dabei. Safe. Ei ist dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne liken. Und ja, ich bin... Irgendwo bin ich erleichtert, wir haben keine Mängel, aber irgendwo bin ich auch geschockt wegen den Kilometerzahlen, aber auch nicht ganz geschockt. Ich habe es ja irgendwo erwartet, von daher alles gut. Jumabe, wenn ich die jetzt klebe, muss ich die eintragen oder so? Ich glaube, die brauchen keine AB, Yunus, ja. Sicher? Nicht, dass es nächstes Mal Probleme gibt? Also in Deutschland nicht, ich weiß nicht, wie es in Italien und Österreich ist. Also, ja gut, die kommen natürlich drauf. Dankeschön.